Ja, hi, ich bin Raketenlurch und ich habe mich diesen Sommer über ein wenig länger in diese ganze Hongkong-Thematik eingegraben, weil ich im Frühsommer das irgendwie in meine Twitter-Timeline gespült bekommen habe und halt am Anfang selber erst sehr verwirrt war, was da eigentlich so passiert. Und dann habe ich halt mal das Internet bemüht und versucht, mir irgendwie einen Überblick zu verschaffen, was da eigentlich so passiert. Ja, und ich dachte mir, ich habe halt irgendwie das Kongressprogramm auf den großen Bühnen gesehen und habe gesehen, dass da auch was zum Thema Hongkong ist und dachte mir so, ja, aber das klingt ja schon eher so, als müsste man dafür, als wäre es gut dafür, irgendwie so eine grundsätzliche Peilung zu haben, was da überhaupt passiert ist. Und dann könnte ich ja mal versuchen, meine Rechercheergebnisse irgendwie in eine präsentierbare Form zu bringen. Ja, und also ich weiß nicht ganz sicher, ob mir das gelungen ist, weil das ist irgendwie der erste Vortrag in meinem Leben, den ich zu einem Thema halte, das ich mir selber ausgesucht habe. Ja, weil Schule ist bei mir noch nicht ganz so lange her und dieses Referatsthema war bei mir immer ein bisschen schwierig. Ja, so eine Kurzchronik erstmal. Diese ganze Thematik hat irgendwie im Februar dieses Jahres seinen Anfang genommen, als im Hongkonger Legislativrat. Okay, vielleicht sollte ich erstmal noch was zum Thema Hongkong an sich erzählen. Hongkong ist ja eigentlich ein Teil von China, aber hat innerhalb des Landes nochmal so eine besondere Stellung, weil es ist eine ehemalige britische Kolonie und seit halt diese Kolonie zurückgegeben wurde, hat Hongkong sehr starke Autonomierechte und wird halt eigentlich das Prinzip nennt sich ein Land, zwei Systeme. Und in Hongkong geht es halt eigentlich sehr viel liberaler zu als in Festlandchina. Ja, und dieser ganze Konflikt entspann sich daran, dass die Regierung in Hongkong der Meinung war, es bräuchte jetzt ein Auslieferungsgesetz, weil es Anfang 2019 einen Fall gab, dass ein Bewohner Hongkongs halt im Ausland einen anderen Menschen ermordet hat, sie ihn, diese Person dafür aber nicht bestrafen konnten oder halt nicht dem Rechtssystem zuführen konnten, weil es halt keine Möglichkeit von Auslieferung gab. Und das war halt der Grund für dieses Gesetz, weil man sich halt gesagt hat, wir müssen jetzt mal eine Grundlage schaffen dafür, dass wir Auslieferungsabkommen mit anderen Ländern schließen können. Und am Anfang waren halt eigentlich nur friedliche Proteste und die sind dann halt immer größer geworden. Und die ersten Zusammenstöße zwischen Demonstrantinnen und der Polizei gab es am 12. Juni, da ist das dann das erste Mal eskaliert. Und seitdem steigerte sich das immer mehr und die Demonstrationen wurden auch größer, bis das jetzt mündete, das habt ihr sicherlich mitbekommen, als sie die Polytechnische Universität praktisch besetzt haben und sie dann nachher umstellt waren. Das war im November. Und jetzt im Dezember sind auch noch kleinere, also nicht mehr ganz so größere Demonstrationen passiert, hauptsächlich in Einkaufshäusern, wo es halt auch zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen ist, weil sie auch irgendwie den Betrieb irgendwie aufrechterhalten wollten und deswegen hart durchgegriffen haben. Ja, das habe ich eigentlich schon vorweggenommen, Auslöser. Und Gründe für den Protest war halt ein Gesetzentwurf für ein Gesetz über flüchtige Straftäter und Rechtshilfe in Strafsachen. Und das halt enthält eben Vereinbarungen über die gegenseitige Rechtshilfe, unter anderem eben auch mit Festlandchina.
was halt ein bisschen problematisch ist, weil Abschiebungen oder Auslieferungen in ein Land, in dem kein unabhängiges Rechtssystem herrscht, kannst du machen, ist dann halt problematisch, nett ausgedrückt. Ja, und das wurde halt im Februar wurde der Gesetzentwurf, ist der das erste Mal an die Öffentlichkeit gekommen. Im April, glaube ich, wurde der das erste Mal im Legislativrat eingebracht und im Oktober letztendlich dann zurückgenommen. Das heißt, diese Proteste waren in ihren anfänglichen Gründe haben sie halt dann erfolgreich verhindert. Ja. Ja, was waren die Ziele dieser Proteste? Man muss dazu sagen, diese Protestbewegung ist eine sehr diverse Protestbewegung. Und wie das bei solchen sozialen Bewegungen häufig ist, gab es auch keine wirklichen Anführerinnen. Es war schon so, dass so ein paar Menschen halt in der Presse aufgetreten sind. Das waren vor allen Dingen zum Beispiel Joshua Wong, also auch Menschen, die schon 2014 in den Regenschirmprotesten in den Medien waren, und die haben halt Pressearbeit gemacht, aber es gab halt keinen so wirklichen Anführer. Ja, und das größte Thema oder die wichtigste Forderung der Bewegung war halt die vollständige Rücknahme dieses Gesetzentwurfs. Ja, und halt der zweitwichtigste war die Rücknahme der Charakterisierung der Proteste vom 12. Juni 2019 als Riots. Das war halt dieser, wie schon gesagt, dieser Tag, wo das erste Mal eskaliert ist und wo es wirklich das erste Mal zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Teilnehmenden von Demonstrationen und der Polizei kam. Und es wurde halt so teilweise zurückgenommen. Die Hongkonger Regierung hat danach ist ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, dass nur noch Teile der Menschen, die an dieser Demonstration an diesem 12. Juni teilgenommen haben, vandaliert haben und gewalttätig waren, aber nicht mehr alle. Ja. Und die dritte Forderung ist Freilassung der inhaftierten Demonstrantinnen, weil aus Sicht der Protestbewegung diese in Gewahrsamnahmen, was jetzt tatsächlich inzwischen Stand Mitte Dezember tatsächlich sogar über 6.200 schon sind, die werden halt als politischen Gefangenen interpretiert, und deswegen wird die Freilassung gefordert. Ja. Eine Einführung einer unabhängigen Kommission zur Untersuchung der Polizeigewalt, die halt im Laufe der letzten Monate passiert ist. Dann noch ein allgemeines Wahlrecht für zum Beispiel den Legislativrat. Und der Rücktritt von Carrie Lam, weil für viele sie so eine Symbolfigur ist, irgendwie für die Annäherung von Hongkong an China. Und die Auflösung und Neuordnung der Polizei. Ja. Aus welchen gesellschaftlichen und politischen Gruppen besteht denn überhaupt der Protest? Da wird in den meisten Quellen, die ich gefunden habe, wird dieser Protest so in zwei Gruppen eingeteilt. Das ist einmal der moderate Teil und einmal der radikalere Teil. Und der moderatere Teil, die organisieren zum Beispiel große Massendemonstrationen, Menschenketten, irgendwelche Flashmobs oder Sit-ins halt als Protestform, aber haben sich teilweise auch in den Demosani-Strukturen engagiert und halt auch zum Beispiel sowas gemacht, wie solche Projekte aufgezogen, wie eine hongkongmap.live heißt die Seite, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wo halt
wo halt Live-Standorte von, also während Demonstrationen Live-Standorte von Demonstrierenden und der Polizei man sehen konnte, damit man eventuell die noch vermeiden konnte, irgendwie in eine Kontrolle reinzurennen. Ja, und der radikalere Teil ist mehr so der Teil, der halt irgendwie immer in der Front, meistens in der Frontlinie stand und irgendwie auch sich sehr stark an Black Bloc, also das, was man so in Deutschland so als Black Bloc kennt, und halt komplett mit Schutzmontur immer vorne standen. Das waren halt die Radikaleren, die halt auch teilweise sagen so, wir wollen mehr als nur die Rücknahme und sagen, wir hätten gerne hier eine Revolution und irgendwie komplett das System umwälzen wollen. Ja, und aus diesen zwei Gruppen speist sich praktisch dieser Prozess, dieser Protest. Und dann politische Gruppen. Es gibt halt, es sind halt im Nachgang zu den Regenschirmprotesten 2014, ja, hat ja zum Beispiel Joshua Wong mit noch ein paar Mitstreiterinnen eine Partei gegründet, wo ich mich gerade nicht so ganz erinnere, wie die richtig ausgesprochen wird, deswegen lasse ich das an der Stelle lieber. Und diese nehmen da zum Beispiel auch teil und halt auch sehr viele andere noch, die halt entweder, für die das entweder so der erste große Protest ist oder die halt 2014 schon ihre erste Erfahrung bei der Regenschirmbewegung gemacht haben. Ja. Das ist so ein Bild von einer Demonstration im Juli, wo das halt auch größer war, wo halt Hunderttausende auf den Straßen waren. Ja, Reaktionen kamen von vielen Menschen, auch international, von Anwältinnen, Journalistinnen, Organisationen und auch ausländischen Regierungen. Zum Beispiel hat sich Reporter ohne Grenzen in einem längeren Beitrag zu Wort gemeldet und das auch kritisiert, weil ja Journalistinnen und Journalisten von so einem Auslieferungsgesetz auch, wenn du geheime Dokumente liegst oder so, bist du von sowas ja auch betroffen, wenn du untertauchst in einem anderen Land und das ist dann ja auch nicht so wirklich gut. Ja. Und viele ausländische Regierungen haben sich aber relativ zurückgehalten, unter anderem auch die deutsche Regierung. Da habe ich jetzt aus offensichtlichen Gründen so als erstes nachgeguckt. In Deutschland hielt sich die Kritik in Grenzen, einfach weil die deutsche Wirtschaft ein sehr starkes Interesse am chinesischen Markt hat, weil die teilweise so abhängig davon sind, dass die in China irgendwie Gewinn machen, dass, dass China praktisch den Unternehmen diktieren kann, wie es läuft. Und zum Beispiel wenn Merkel irgendwie nach China reist, da auch immer eine Wirtschaftsdelegation dabei ist. Ja. Und Deutschland hat tatsächlich seit 1999 so ein Menschenrechtsdialog mit China, aber der soll eigentlich jährlich stattfinden, aber das ist auch eher so ein, wir nehmen uns das mal vor und eventuell klappt das, aber eventuell wird es auch irgendwie abgesagt. Und da ist auch die Kritik daran, dass das halt meistens irgendwie in Hinterzimmern stattfindet, es ist nicht öffentlich und da auch meistens nur Diplomatinnen irgendwie aus der dritten Reihe teilnehmen, hat das dann auch nicht so ganz die Schlagkraft, dass man davon auch mal was mitbekommen würde. Und deswegen ist die Kritik daran irgendwie, dass das nur für die Deutschen, für Deutschland irgendwie ist und keine wirklichen Folgen hat. Ja. Was vielleicht jetzt hier in dem Zusammenhang besonders interessant ist, ist
Welche Mittel wurden zur Mobilisierung benutzt, analog und digital? Ja, Organisation und auch Entscheidungsfindung passiert oder ist passiert hauptsächlich über Telegram und eine Reddit-ähnliche Diskussionsplattform. Ja, und die Informationsverbreitung erfolgte manchmal auch zum Beispiel über AirDrop. Das haben sie zum Beispiel mal genutzt, um irgendwie Menschen in Festlandchina zu informieren, weil da die Zensur in China noch nicht so weit gegriffen hat. Oder was auch weit verbreitet ist, der analoge Weg über wir machen irgendwie Protestart. Das geht irgendwie von Fahnen bis hin, wir schreiben Dinge auf Zettel und hängen sie an Wände. Oder halt so Graffitis und Fahnen und auch Gesänge wird da viel gemacht. Ja, das ist zum Beispiel so eine, es nennt sich John Lennon Wall. Da haben halt ganz viele Menschen irgendwie auf einen Zettel geschrieben, was sie sich so wünschen oder was sie gerade so beschäftigt. Und das wird halt so zusammengehängt und dann ist das halt so ein Ort, wo man sich sowas angucken kann. Ja. Was natürlich sehr dominierend war in dieser ganzen Geschichte, war halt die Gewalt, die von Polizisten und Sicherheitsbehörden ausgegangen ist. Wie gesagt, so am 12. Juni ist das erste Mal passiert und seitdem zieht sich das eigentlich durch fast alle Ereignisse, die im Zusammenhang mit diesen Demonstrationen stehen. Es hat leider auch schon zwei Todesopfer in den Zusammenhängen gegeben und halt über 6.000 inhaftierte Menschen und auch die Verletztenzahl ist sehr hoch. Ja, weil halt es wird halt relativ viel, also sehr viel Pfefferspray verwendet und halt auch so Beanbags und so Rubber Bullets, die halt verschossen werden. Oh Gott. Und halt auch sehr viel Wasserwerfer und so. Und sie versuchen halt auch zum Beispiel in dem Wasser, was in diesen Wasserwerfern ist, zum Beispiel blaue Farbe hinzugesetzt wird, die Demonstrantin zu markieren, weil diese sich natürlich vermummt haben und irgendwie mit Regenschirmen, Sonnenbrillen, irgendwie Schlauchis oder Halstüchern versucht haben, sich unkenntlich zu machen. Aber das war dann halt so der Versuch, wir versuchen sie zu markieren und dann später, wenn die Menschen sich wieder auf den Weg nach Hause machen, diese trotzdem rauszuziehen, wenn wir halt damit identifizieren können, dass die irgendwie teilgenommen haben. Ja, was wollte ich jetzt? Wollte ich jetzt weitermachen? Ich habe den Faden verloren. Yep. Und es kam halt auch häufiger dazu, dass Polizistinnen irgendwie Waffen gezogen haben und den Menschen auch gedroht haben. Ja, so sehen die in Vollmontur aus. Und was auch wichtig war oder wo halt auch die Polizei nochmal in Kontakt nicht nur mit den Demonstrantinnen gekommen ist, sondern auch, es gab sehr viele Zusammenstöße zwischen Journalistinnen. Allein zwischen Mitte Juni und Mitte August kam es zu mindestens 20 Übergriffen. Das hat Reporter ohne Grenzen versucht zu dokumentieren. Und das ging halt leider auch von beiden Seiten aus. Ich glaube, Mitte Juni wurde auch
wurde, als die Aktion am Flughafen war, auch ein Journalist einer chinesischen Zeitung halt von Demonstrantinnen festgehalten. Ja, wo dann halt, was dann halt auch als Einschränkung zu werten ist, so, ja. Ja, das sind noch die Quellen, aus denen ich zitiert habe. Ja. Und das war es tatsächlich eigentlich auch schon. Was ich noch sagen wollte, ich wurde irgendwie mich haben Menschen gefragt, warum ich denn jetzt über Hongkong rede und was Hongkong interessanter macht irgendwie als andere soziale Bewegungen, die es ja auch in der Welt noch gibt. Man kann nach Frankreich gucken, wo gerade wo die Gelbwesten seit über einem Jahr protestieren und die ja gerade auch wieder am Streiken sind. Oder man guckt nach Chile, wo auch sehr viele Menschen gegen die Regierung auf der Straße sind. Und was mir sehr wichtig ist, ist, ich habe über Hongkong geredet, weil ich mich damit halt schon beschäftigt hatte. Aber ich es einfach allen ans Herz legen möchte, sich mit sowas zu beschäftigen und sowas vielleicht auch ein bisschen weiter zu verteilen, weil Solidarität hilft immer und Aufmerksamkeit ist auch immer ganz gut für sowas. Und wenn es nur irgendwie was Geteiltes auf Twitter ist oder man mit Menschen halt mal über sowas redet, das hilft halt, sowas sichtbar zu machen. Ja, das wär's schon.